Herzlich willkommen zurück zu Outlast. Und wir machen jetzt hier weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und wie ihr seht, wieder mit Facecam. Das heißt, ich habe die erste Aufnahme nicht in die Tonne gedrückt. Das heißt, gut für euch, schlecht für mich, weil meine Peinlichkeit ist jetzt drin. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, hier einmal kurz die Zeit checken. Und dann legen wir jetzt mal los, würde ich sagen, ne? So. Wo waren wir? Genau, wir sind hier durch den Schacht, wir sind jetzt im Asylum angekommen, wir sind durch den Schacht geklettert, haben erstmal die blutige Figur geguckt und hab jetzt erstmal hier geiles Atmen von meinem Charakter. Oh, leck mich mit. Fängt ja super an. Oh Leute, meine Pumpe! Oh. Oh. Puh, da zucke ich einmal gnadenlos zusammen. Mein Charakter auch. Oh, und da hängt auch noch einer. Oh Gott, Mann, der ist so kopflos. Das ist ja so eng. Oh mein Gott, der lebt noch. They killed us. They got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. Okay. You have to get the fuck out of this terrible. Also, da haben wir eindeutig jemanden bekommen. Wir sollten uns hier verziehen. Und zwar schnellstens. Und, sehe ich genauso. Oh, leck mich fett, ey. Oh, hübsch. Hübsch, hübsch. Oh Gott. Kann ich hier hoch? Oh, warum sollte er die Tür drüber hängen, wenn... Oh Gott, kann ich hier einfach wieder raus? Ich will einfach wieder weg, bitte. Lasst sich. Ich will einfach weg. Ja, durchatmen. Gute Idee. Gute Idee. Oh Leute, wir haben erst 2 Minuten ungefähr durch und ich bin... Huh, also... Läuft einer gerade geknarzt, das ist echt so uncool gerade. Leck mir fett, ey. So. Wie soll ich denn hier? Oh, jetzt bin ich dagegen geschossen. Da waren die Fenster. Tausch die Batterie aus, komm. Ich habe noch nie gesehen, dass in so eine Kamera eine Batterie reinkommt, aber... Kann ich hier hoch? Lass mich hier hoch. Oh, leck mich doch. Ich habe gerade echt keinen... Ah, da ist eine Tür und die habe ich gerade in der Panik übersehen. Erstmal weg. Oh, ich weiß, mein Mund ist die ganze Zeit offen, ne? Das ist die Anspannung. Ich glaube, das ist ja auch nicht ganz ungerechtfertigt. Okay, wir wissen auf jeden Fall, wir können entweder nur rennen, sterben oder uns verstecken. So viele Optionen haben wir jetzt nicht, finde ich. Main Pumpkin, das kann er nicht machen. Okay.
Okay, das ist alles eingestürzt. Ja, irgendwann musste ja wahnsinnig losgehen. Wir waren ja relativ ruhig in der ersten Folge. Da ist es jetzt nicht so abgegangen. Oh, einmal hier durchdrücken. Ach komm! Wollte mich eigentlich verarschen. Sauber, da tritt ich erstmal weg. Irgend so ein Pastor, der mich da anglotzt. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Okay. Ich soll mein Leben schützen und das kriege ich von einem Irren gesagt. Nice. New objective, escape the asylum. Access security control to unlock the majors. Jetzt haben wir die Kamera da gelassen. Moment, ist der Bauch aufgerissen? Ja, ich muss ja noch ran, so zum sicher gehen. Ne? Oh Gott, das ganze Ding besteht gerade nur aus Tod und Ver... Ja, das war mal der Kopf. Ja, mhm. Ganz eindeutig. Das ist Security, du hast, ne? Ich will hier raus. Nee, da geht's anscheinend weiter. Gott, ja, ich würde mal sagen, die... raus, runter von dem Vieh. Ich würde mal sagen, die Insassen haben sich... ein bisschen selbstständig gemacht. Ach, der sieht doch noch ganz okay aus. Da haben wir gerade eine schlimmere gesehen. Okay, gucken wir mal kurz ins Journal, ob da was Neues ist. The Mark of Corporation United States Office, Warrant for Seizure Case Number 294758104. In the matter of the seizure of Mount Massive Psychiatric Center, Merck of Psychiatric Systems, Mount Massive Villains Area, County Road 112. Affidavits. Having been made before the Board of Directors of Merkoff Hardline Security, MHS, who has reason to believe catastrophic security failure of psychiatric center with imminent danger of environment contamination. We are steadfast that evidence and testimony establish sufficient evidence to require urgent action on the part of MHS and grounds for the issuance of this warrant. You are neither required to grant MHS full access to the all facilities and surrender complete authority to his agents. By acceptance of this document, you and any surviving relatives surrender all claims of litigation against the Markov Corporation or its subsidiaries for the actions of MHS or the circumstances which required their actions regardless of responsibility. Also das ist prinzipiell das offizielle Ausschreiben, dass wenn was schief geht... Ach komm, mit dem Sound auf, ey. Dass wenn was schief geht, volles Verfügungsrecht vorhanden ist. Oh, was haben wir? Da hockt einer an seinem Rollstuhl. Lebt der jetzt noch, oder? Ja, der zuckt noch. Aber die Tür ist geschlossen. Was gecheckt hat? Ne, gut. Okay, hier haben wir einen Aufzug. Hier haben wir... Ja, sehr einladend. Auf jeden Fall habe ich Bock, die Treppen runterzugehen, wenn ich sehe, dass da ein Rollstuhl ist, wo... Och, leck mir, wo soll ich denn zuerst hin? Das hier ist... akribisch verschlossen. Oder sehe ich jetzt auch gerade nichts, was meine Aufmerksamkeit hätte bekommen. Ich sollte aufhören, über die Leichen rüber zu schaffen, bekommen können. Okay, dann fangen wir mal, würde ich sagen, hier an und arbeiten uns so ganz langsam durch. Guck mal, ob hier irgendwo Unterlagen rumliegen.
Oh Junge, erst halbe Stunde gar nichts, 20 Minuten und dann geht die Post ab. Das ist echt Respekt. Hat voll eingeschlagen. Also die ersten 20 Minuten stimmt ja nicht ganz. Ich habe ja den Fernseheffekt ja eigentlich verkackt. Leute. Leute, 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 das könnt ihr doch nicht bringen. Hier ist Licht. Aber hier Licht heißt nicht gleich, dass es gut ist, ne? Haben wir hier irgendwas in den. Da liegt was. Da liegt was. So, gucken wir doch mal. Ja, Objective Escape. I'm on site. I'm on site. Bodies everywhere. Blood, burn marks. Headlight up like bottles behind a bar. Dead Markov scientists hang from the ceilings. Their badges say Markov Advanced Research Systems. Markov's longtime MO has been to profit off the expedition of supposed charity. Fuck the third world and bankroll another billion. How did Markov think they would make money off a building full of crazy people? There's some kind of tactical cop pinned like a pig on a spit. Tells me to get the fuck out and then dies. Would have been a good thing to hear when I could still leave the way I came. So, da steht eigentlich drin, was wir eben erlebt haben. Und dass wir einmal eiskalt überrascht worden sind, da von den Einheiten, und dass wir da geil erschrocken waren. Und wir haben jetzt hier noch Dokumente gefunden zu Project Warrider Patient Status Report for Chris Walker. Markov Strategic Systems, Project Warrider, da haben wir die nächsten Patienten mit der Case Nummer 136, das gehen wir jetzt mal kurz durch. Eigentlich war 2011, 2013 noch da, am 28.05. ist 32, männlich, wird überwacht von Dr. Rudolf Wernicker. Therapiestatus, Morphotic Engine Activity Plateaued at Ruthie 2000 ppm, unsafe to progress beyond stage 3, harm and shitter, diagnostics, simple ready revealed light to medium bronchial echolation, MRI scans consist with patients report dreams. Okay, der hat also auch irgendwie Bronchialprobleme und hat auch durch komische, merkwürdige Träume, so wie es anhört, und ja, Interview Notes, Walker is invited to restraints following his self-inflicted mutilations, retain have to hair to altered, accommodate his animal's size. Extensive dreamer erupts of constant with faint morphotic engine cello activity. He claims the skin ripped from his forehead allows for a thorough way to seeing. Seems to have some boyhood experience with to terror lizards and their partial eyes. He has expressed anxiety about his flesh, especially around his lips and nose. Attending Order Alliance should be advised to watch for further self-mutilation. Da steht jetzt einer drauf, sich anscheinend selbst zu quälen, indem er seine Haut abzieht vom Kopf, vor allem gerne um Augen und Nase. The mental traumas has stunted while serving in Afghanistan seem to retarding progressing of the ME process. His permanent fixation amplified by therapy is a manic extrication of military security protocol and contained of both chemical and physical retains is highly recommended. Also sie dürfen chemische wie auch physische Sachen anwenden, um ihn dann runterzubekommen. Hat wohl alles mit seinem Afghanistan-Einsatz zu tun. So, ich verteile fröhlich Fußstapfer. Ach, warum? Warum bringst du mir jetzt bei zu pieken? Das Gefühl. Das ist ein Problem, damit hat mir da. Okay. Das ist unser Rollstuhlfreund. Okay. Habe ich da wirklich keinen Bock drauf hinzurennen? Eigentlich nicht. Ich mach's jetzt trotzdem. Ich bin ja lebensmüde, ne? Nee, echt nicht. Nee, so bescheuert kann ich gar nicht sein. Nee, 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 nee.
Da verziehe ich mich dann doch lieber wieder. Mach da hinter mir mal ganz liebevoll die Tür wieder zu. Pressleiter. Falsche Richtung. Jetzt darfst du schließen, komm. Danke. Das muss ich mir echt jetzt gerade nicht geben, bei dem noch anzukommen. Huiuiui. So, und ich guck gerade auf mein. Was ist denn jetzt hier mit dem Monitor los? Ich guck gerade aufs Uhrchen und sehe, dass die Folge schon wieder vorbei ist. Puh, was haben wir geschafft? Ein Raum und Shocking Extreme. Und ich würde sagen, ich bewege mich mal hier in den gemütlichen Eingangsraum. Und, ja, beenden das dann hier erstmal. Ich bin gerade mit der Pumpe am Arsch und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge von diesem wunderbaren, ruhigen Spiel wiedersehen. Leute, bis dahin. Adios, euer Fox.